Hallo, ich grüße dich ganz herzlich und wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, denn erst wurde mir angezeigt, ich habe eine schlechte Internetverbindung hier. Das würde nicht funktionieren mit der Übertragung und jetzt scheint es doch zu funktionieren. Okay, gut, dann schauen wir mal. Thema ist, wo sind deine Störenfriede? Ich fand eben, als ich so was ich jetzt mit dir teilen möchte, und so nach dem Titel gesucht habe von diesem Live hier, fand ich es wieder so sinnig, was wir alles so der deutschen Sprache entnehmen können. Denn Störenfriede, sie stören deinen Frieden. Kleines Wortspiel. Das finde ich mal wieder so sinnig. Wie komme ich dazu? Heute Morgen, also die Moneyfreude-Challenge, die läuft ja jetzt seit Montag hier in unserer Gruppe. Und heute Morgen war so ein Störenfried dabei. Ich bezeichne ihn jetzt mal so. Er hat dann zwischendrin so Posts gemacht. Ich habe das auch gesehen. Bin aber gar nicht drauf eingegangen. Hat er alles in Frage gestellt, was ich da so mache und keine Ahnung. Egal, ich schenke diesen Dingen ja auch überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr. Und habe ihn jetzt auch aus der Gruppe entfernt. Von daher braucht man diesen Dingen gar keine Aufmerksamkeit zu schenken. Aber letzten Endes, wo sind deine Störenfriede in deinem Umfeld und wie viel Aufmerksamkeit schenkst du ihnen? Was meine ich damit? Du bist hier in der Gruppe, weil du irgendwo auf der Suche nach etwas bist, deine Einzigartigkeit zu entdecken, deinen Seelenplan zu entdecken, dein Potenzial zu entdecken, deine Gaben, deine Stärken und die letzten Endes natürlich auch zu leben. Bist du hier auch wunderbar in der Gruppe aufgehoben, weil genau das ist ja das, worum es hier geht. Und das hatte ich angesprochen und deshalb bist du hier. Und jetzt hast du Ideen, jetzt hast du Gedanken, du spürst tief in dir, da muss es doch noch mehr in meinem Leben geben. Das, was bislang so war, das kann nicht alles gewesen sein. Das sind jetzt so alles die Gründe, warum du auf der Suche bist und warum du hier bist. Und wenn du dich dann mit deinem Umfeld, mit deinen Freunden, Freundinnen, mit deiner Familie über Ideen unterhältst, die so in dir sind, was machen die denn dann? Klopfen die dir dann auf die Schulter und sagen, ja, genau das ist das Ding, mach das, zieh das durch, lausch auf dein Herz und mach. Oder finden sie erstmal tausend Gründe, warum du es nicht machen sollst? Weil sie jemanden kennen, der kennt jemanden, der das auch schon mal versucht und das funktioniert doch nicht und weil, 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 bla, 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 bla. Ist mir heute Morgen auch noch mal so bewusst geworden, wo ich mich selbst beobachtet hatte. Mein Sohn hat mir von einer Geschäftsidee erzählt, die er und sein Freund da die letzten Tage entwickelt haben. Und ich habe da nur beobachtet, wie in meinem Köpfchen das ein oder andere so vorgeht. Muss man vielleicht da drauf achten oder da drauf achten und da drauf achten. Aber ich habe es geschafft, nichts zu sagen, auf was man achten muss, sondern einfach mal machen. Einfach mal machen und tun. Und dann sieht man, welche Dinge es da vielleicht auch vom Gesetzgeber hier in Deutschland oder wo auch immer zu beachten gibt. Und dann kann man da schauen. Aber erstmal auf den Weg machen und nicht vorher schon denken, da muss das erst gemacht werden und das muss erst geklärt werden und mit der Behörde muss erst was geklärt werden. Und dann muss ich erst Firma anmelden und dies und dies und dies und dies. Und was passiert? Schon ist dein Traum wieder begraben. Und das sind die Störenfriede in deinem Umfeld. Hör auf, dich von deinen Störenfrieden in deinem Umfeld abhalten zu lassen, dir dein Traumleben zu kreieren, deinen Seelenplan zu entdecken und ihn zu leben. Und hör auch auf, dich von deinem eigenen Störenfried hier, deinem Denker, deinem Kopf, deinem Verstand, der an Vergangenes anknüpft, der an den Mainstream da draußen anknüpft, der an Prägungen anknüpft, der an Schleier anknüpft, der an Dinge anknüpft, die wie so ein Damoklesschwert
noch über dir liegen, die dich auch davon abhalten, deinen Seelenplan zu entdecken, deinen Traum zu leben, dir dein Leben so zu gestalten, wie es deinem Herzen entspricht. Also so gesehen gibt es eigentlich zwei Störenfriede noch in deinem Umfeld. Der eine sitzt ganz nah bei dir und es geht jetzt nicht darum, den Verstand auszuschalten, sondern den Verstand als Beobachter einzusetzen. Der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und die Störenfriede im Außen, denen kein Gehör mehr zu schenken oder eben auch die Entscheidung zu treffen, das habe ich jahrelang gemacht. Ich habe mich mit meinem Umfeld und auch selbst im engsten Familienkreis mit meinen Ideen nicht geoutet. Ich bin einfach gegangen, bis ich gefestigt war, bis ich in mir gefestigt war und auch Erfolge da waren oder ich gesehen habe, es geht in die Richtung, es passt, es funktioniert. Dann erst, weil dann war schon ein Pflänzchen da, dann konnte mir absolut niemand mehr etwas ausreden. Und so ist das bei dir auch. Sobald ein Pflänzchen schon da ist oder ein kleiner Baum vielmehr, das Pflänzchen kann man noch umhauen, das können die Störenfriede noch zunichte machen. Aber sobald ein Baum steht und den kannst du nur pflanzen, indem du das Samenkorn mal setzt, das zum Pflänzchen und zum Baum werden lässt, dass es niemand mehr, kein Störenfried von außen mehr zunichte machen kann. Und der Störenfried-Kopf, dem kannst du sagen, lass mal machen, mein Herz kann mich nicht betrügen, ich lausche auf mein Herz, ich entdecke jetzt meinen Seelenplan, meine Einzigartigkeit. Und was viele da draußen geschafft haben, das schaffst du auch, du musst es nur wollen, du bist nur eine Entscheidung davon entfernt. Okay? Und ich danke meinem Störenfried von heute Morgen noch für die Inspiration, die ich durch ihn ja bekommen habe, hier dich dazu zu ermutigen, deine Störenfriede auch zu eliminieren. Okay? Bis dahin. Ganz liebe Grüße. Tschüss!